Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas Old World Blues. Und heute sollen wir uns die Upgrades für unsere Zentralsteuereinheit da holen. Und richtig. Was soll ich sagen, ne? Machen wir halt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ich nehme lieber vom Botanischen Garten aus. So, Na, holla. Ja, komm, gehen wir da durch. Das könnte klappen. Na, wunderbar. Ja, nicht meiner. Oh. Ich schluck ganz andere Dinge. Ein Süßer. Was? Aua. So. Oh, okay. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich weiß, der hat keine, Panzerung, aber... Nein! Ich hatte nicht mehr die Zeit, Munition zu wechseln. Ach, komm! Ist das deine Ernst? Es ist unfassbar. Nee. Oh, ich bin verkuppelt. Sie sind durchsichtig nach einer Droge geworden. Ja, gibt Schlimmeres. Ich kann bei Anhalten im Spiel nicht speichern, das weiß ich. Was sagt mir die Karte? Die sagt mir den linken Weg anscheinend gehen. Gut. Wenn die das so sagt. Da vertraue ich da drauf. Was? Was? Aua. Oh Gottes Willen. Ich nehme mal auch das Buff out, weil es dürfte, glaube ich, gut in die Lücke passen. Hallo. Na? Uha. Na, und der nächste. Uha. Ein kritischer. Ja, ist immer unfassbar hier, was hier passiert. Was hier wieder los ist. So. Auch auf dem Hof ist auch ständig was los. Ist auch immer super. Signal Hits wahrscheinlich. Am ehesten. Kork, ganz wichtig, dass ich die Kork mitnehme. Okay, was habe ich hier? Korken. Eine falsche Fertigkeit, ja. Eine Autodock-Verbesserung für Frisuren. Okay. Ein Aktenschrank. Noch einer. Mit nützlichen Dingen drin. So, ein Aktenschrank. Schreibtisch, moin ich. Okay. Habe ich immer noch? Ist immer noch eins anscheinend. Das muss draußen sein.
Okay. Liegt das da auf dem Dach? Kann ja nur sein, ne? Bin jetzt aufs Dach davon. Das ist die große Frage. So. Ach, so. So. Upgrade. Loegmod Prismalinse. Na gut. Elijahs weiterentwickelten LUEG nehmen. Zerrissene Tagebuchseiten. Na, wunderbar. So, die treffen mich noch nicht. Ich will mal gerade die Tagebuchseite lesen. So. Hab mich hier nach dem Yangtze-Angriff niedergelassen. Ist zu offen hier. Transmitter ist anfällig. Hab ihn gehackt. Remote-Eingriff eingestellt, dass ich immer darauf zugreifen kann. Muss einen Platz näher am nördlichen Bahntunnel mit guter Übertragungssichtverbindung hier entfinden. Kenne jetzt zu gefährlich. Kann nicht nach Yangtze zurück. Das ist die nordwestliche Wetterstation, die den Kurier herbrachte. Aber dorthin gehen klingt nach Ärger. Werde für den Moment die Abfallentsorgungsanlage erkunden. Dann um den Bereich des Securiton-Werks herum. Werde sehen, ob ich eine besser zu verteidigende Position finde. Mhm. Oha. AP-Voll aufladen. Und drauf. Auha. Der andere hat nur einen Rösti, das ist nicht das Problem. Hallo. Kleiner F Hallo. Zwei, bitte. Kannst du... Könnten sie mal... Was hat der in deiner Hand? Na. Direkt null. Ja, ist ein Traum. So, warum ist die Notiz noch nicht als neu angesehen? So, weiter. Würde ich fast sogar als, dass man direkt geht, ansehen. Also als kürzesten Weg, wenn ich jetzt so direkt darüber gehe. Möglichst ohne, dass ich andere Orte einsammle, weil ich will die dann immer erkunden direkt. Da hängt eine Kiste in der Luft. Clipping-Fehler. Oder gewollt. It's a bug. Euer Feature. So, hier sind noch kaputte Bots. Wo werde ich denn jetzt wieder? Wieso bin ich im Duck-Modus? So. Viele Secure. Da ist doch einer. Nummer 27, das ist ein Ghoul. Mensch. Was hat der denn? Eine protonische Universalaxt. Ja, gut. Oh Gott. Jetzt aber. Bam! Oh. Eine Wurfaxt? Was? So. Haken. Na.
Quaken. Okay. Quaken. Quaken. Hat man zu viel CD Ghosts wahrscheinlich gespielt, weil man einen Quaken. Verstehst du? Nicht? Okay, dann eben nicht. Durst! Mensch. Ein Bedürfnis. Oh, Kacke. Die Dinger sind gefährlich. Na klar. Oh. Ich habe die ganz normale Version. Problem ist, dass die halt extrem viel Schaden machen. Diese Wachbots. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, das sind irgendwelche MKXY-Versionen. Ja, dann Hut ab, ne? Dann wird's vorbei. Wo? Da muss ich zum Westtunnel. Okay, da hinten ist noch einer. So. Schön. Und weiter. Noch greift mich keiner an, noch muss ich die Waffe nicht gezogen lassen. Eine Xanderwurzel. Eine Brocken. Ein Seesack ohne irgendwas drin, das heißt, das ist unnütz. Alter! Okay, ich verstehe. Na, wunderbar. Mhm. Ist hier sonst noch was vor Kriegsgeld? Ja, aber. Sonst nix. Munition. Das ist aber echt. Kann ich auf die Entfernung 60%? Ist okay. Na. So. Oh, Vorkriegsgeld und Dings da ist immer gut. Was ist denn sonst noch hier so? Ein normaler Korken, ja gut. Schraubbär. Kisten ohne irgendwas drin. Na, wunderbar. Hallo. Ja, ja. Ich bin bestimmt nicht beunruhigt. Wird sogleich wieder hergestellt. Bitte warten. Bitte zur eigenen Sicherheit in Deckung gehen. Ist nicht. Der Hausverwalter. Na, wunderbar. Ich wechsle die Waffe. Nein. Ich wechsle die Waffe. Hallo. Das war's. Was? Ah, okay. Super Stimpact macht direkt 210. Das heißt, ich habe 300. Das ist das. Und Panzerbüchse mit Sprengstoff. Hallo. Ah, okay, das war gut. War
Weiß nicht, ob das effektiv war. Wahrscheinlich eher nicht. So, der Hausverwalter. Hat der irgendwas Besonderes? Grundierungs- und Puderpack. Saftiges Grün. Ah ja. Zündhütchen? Was? Ich, okay. Der Trinkbrunnen ist noch radioaktiv verstrahlt. Da gehe ich dann lieber nicht dran. Das ist ja nicht nötig. Oder sagen wir, ich hab's ja nicht nötig. Hallo? Schon wieder ein MK5er. Und noch einer. Und nochmal drauf. Ah, der war kritisch. Der war schon nicht schlecht. Bitte zur eigenen Sicherheit in Deckung gehen. Ja. Ist der rechtsrechtlich? Ja, mach ich. Ach, komm. So. Das ist derselbe Raum, okay, gut. Ich dachte schon, wir hätten einfach noch mehr Seitenräume. Das ist ja kacke gewesen. Der Hilfsaufladechip, ah ja. Das ist im Seesack ein Stimpack. Ja. Das kann man ja mal machen, ne? Aha. Entspaltungsdinger, Korken, right away. Ja, obwohl. EP. Nein. Wahrscheinlich ist echt nichts drin. Ja. Hab ich gar. Ein Stimpack und 308er oder 308er. Mist. Das ist mir zu dumm. Obwohl, eigentlich muss er hinter die Türen. Jetzt hätten wir nie erfahren, was hier ist. Saturnit-Faust, ja gut. Das hat sich echt nicht gelohnt. Ich habe schon gespeichert danach, verdammt. Naja, egal. So. Wie sieht es mit unseren HPs aus? Ja, ein Sunset kann man sich reinhauen. Okay, weiter wieder raus. So. Okay, und dahin. Hunde. Okay, das war ja, nicht schlecht. Warum? Ja, 95% natürlich. Oh. Damn, son. Gut. Was machen wir jetzt? Wo sind wir hier überhaupt?
X13. Als es soweit ist, wusste ich noch nicht. Ich dachte, wir wären erst bei X3 oder aber. XXX Rebirth. Ja, gut. So. Ziemlich viele Xanderwurzeln hier, habe ich das Gefühl. Und Brockblumen. X13 Forschungseinrichtung. Ah, ja. Na, da wird wieder das eine oder andere sein. Okay, beschaffen Sie die Handschuhe wieder. Gut. Habe ich dafür genügend Platz im Inventar? Ja, das ist nicht das Problem, okay. Sicherheitsterminal. Eine X13 Versandnotiz. Alles ist unter Kontrolle hier unten. Falls ich Ihre Unterstützung brauche, lasse ich Sie es wissen. Paris wird in Kürze eintreffen, um die Lieferung entgegenzunehmen. Wegen Antwort Feldpistolenprototyp. Wir haben erfolgreich ein Kapazitätsmodul entwickelt, das in der Lage ist, einen gezielten elektromagnetischen Impuls eines Schallemitters auszustrahlen. Während der verursachte physikalische Schaden eher gering ist, hat Jenkins die Waffe jedoch auf ein Kraftfeld abgefeuert. Es hat den Emitterstrahl des Feldes vernichtet. Nach eingehender Untersuchung haben wir herausgefunden, dass die Pistole nur eine kleine Bandbreite an Frequenzen beeinflusst. Unglücklicherweise fällt die Frequenz unserer Kraftfelder in diesem Bereich. Die Pistole wurde zur weiteren Untersuchung zur X8 geschickt. Wir machen einen Cut. Bis dahin. Tschüss.